meine Damen und Herren. Gleich werden Sie erleben, wie man viel gewinnen und wieder verlieren kann. Mit Wim Tölke. Der große Preis. Danke, danke. Es ist nett. Herzlich willkommen auch Sie daheim zum zweiten großen Preis. Junge, Junge, was haben wir Diskussionen ausgelöst mit unserer ersten Sendung? Aber ich muss Ihnen sagen, ich stimme Ihnen völlig zu. Sie haben mich also absolut auf Ihrer Seite. Wir hätten die Sendung statt der große Preis genauso gut nennen können. Keiner wird gewinnen oder meinetwegen auch 3x0. Aber das ist ein alter Witz, den haben wir nach der Sendung schon selbst gemacht. Erinnern Sie sich noch? Nicht? Da waren die Kandidaten, haben sich Mühe gegeben, haben viel gewusst, sich glänzend geschlagen. Und dann mussten sie so ganz ohne jeden Preis abziehen. Wissen Sie noch? Herr Marquardt, Herr Wissmann, Frau Hahn, die leider im Urlaub in Griechenland ist. Ich grüße Sie. Herr Wissmann. Man sagt immer, die Leute sind schadenfroh, die freuen sich, wenn jemand was verliert. Ist überhaupt nicht wahr, stimmt gar nicht. Die Menschen haben ein großes goldenes Herz. Bleiben Sie so, vielen Dank. Denn 25 Millionen haben zugeschaut und fast alle haben gesagt, also etwas hätten die aber doch verdient, die Kandidaten der ersten Sendung. Wir sind auch der Meinung, sie hätten wirklich was verdient. Und wir haben Ihnen einen Preis gegeben, Dankeschön Marianne, der auf Ihr Fachgebiet gemünzt ist. Sie als Experte für Außenpolitik, Adenauers Erinnerungen, Sie als Kenner französischer Weine haben den großen Weinatlas, damit Herr Wissmann auch in Zukunft nie eine Frage unbeantwortet bleibt. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Die Frau Hahn, die im Urlaub in Griechenland ist, bekommt also alles nachgereicht. Darf ich Sie bitten, als unsere Ehrengäste hier Platz zu nehmen. Danke. Im Übrigen haben sehr viele, unendlich viele von Ihnen dafür gesorgt, dass die erste Sendung des großen Preises doch ein wirklich ganz großer Preis für die Sorgenkinder wurde und viele große Preise für die Lotterieteilnehmer abgeben wird. Soll ich Ihnen die Einzahlungssumme sagen? Halten Sie sich fest, Sie werden es nicht glauben. 2.798.940 Mark, na? Klasse. Ich danke allen. Wir danken allen, die dafür gesorgt haben, also dass wirklich nun Geld unter die Leute und auch, das ist noch viel wichtiger, unter die Sorgenkinder kommt. Aber jetzt wollen wir etwas für die Bewegung des Geistes tun, denn das hat Ihnen ja Spaß gemacht, nicht? Wir haben von allen Seiten gehört, also es ist prima zur Erholung und Entspannung, mal ein bisschen zu denken. Und wir denken daheim auch gern mit, nicht? Trimm dich, denk mal wieder. Da werden also unsere Kandidaten uns zu helfen zum Denken, die echten Kandidaten. Beate darf ich zunächst vorstellen, die mir die Unterlagen für die erste Runde gibt. Die Beate, ja, ein lieber. Ein lieber und ungeheuer zurückhaltender Mensch. Eine Zeitung hat, muss ich sagen, mit Recht geschrieben. Also wenn die Frau Hahn beim letzten Mal wenigstens einen Blumenstrauß bekommen hätte, wären wir ja schon beruhigt gewesen. Die hat den Blumenstrauß bekommen, die Frau Hahn. Aber Beate, schüchtern, zurückhaltend, nett, hat an der Studiowand gestanden und hat die Blumen erst überreicht, als die Kameras bereits abgeschaltet waren, weil dieses Wesen sich ja nie in den Vordergrund drängt. Das kam so überraschend. Gell? Ist ja eigentlich sympathisch, Beate. Schönen Dank. Nun freuen wir uns auf die Kandidaten der zweiten Sendung und begrüßen den ersten, den uns Beate vorstellen wird. Es ist... Wir haben heute Abend drei Herren als Kandidaten. Der erste ist Herr Hai. Herr Hai kommt aus Bückeburg. Er arbeitet dort als Krankenpfleger in Hinsicht auf sein Medizinstudium, was er vorhat. Außerdem war er sehr viel auf Reisen, unter anderem in Amerika, und hatte dort die Gelegenheit, an der ersten Mondlandung teilzunehmen. Aus diesem Grunde ist sein Spezialgebiet die bemannte Raumfahrt der USA. Nannte Herr Hai. Daheim. Zwei Orden glitzern an Ihrer Brust. Was bedeuten die?
Das sind irgendwas Abzeichen, Schlimmes? Nein, das sind Abzeichen vom Deutschen Roten Kreuz für freiwillige Blutspenden. Gratuliere. Dankeschön. Was ist Ihr Beruf? Wir haben eben gehört, Mediziner, spezieller noch vielleicht? Ja, wenn ich erstmal die Hürde schaffe zum Medizinstudium, dann überlege ich mir doch noch, ob ich vielleicht in die Raumfahrtmedizin gehen sollte. Was machen Sie am liebsten außerhalb der Medizin? Was ist also Ihr Haupthobby? Autorennen. Richtig Rennen fahren? Richtig Autorennen fahren, ja. Ein schneller Mann, wir werden das sehen. Also Ihr Fachgebiet ist die amerikanische Raumfahrt. Die bemannte. Die bemannte Weltraumfahrt. Die beweihte gibt es ja noch nicht bei den USA, nur die Sowjets haben bisher also auch eine Dame ins All geschossen. Und wir haben einen Experten für Sie in Studio, einen Mann, der mit dem Himmel auf Du und Du steht. Kein Bischof, nein, Heinrich Schiemann, der Weltraumexperte des ZDF. Namen der Schiemann. Ja, guten Abend, Herr Schörke. Herr Schiemann, was steht uns denn so in der Weltraumfahrt, in der bemannten, an interessanten Dingen in den nächsten 10 Jahren bevor? Naja, das wird noch ganz überraschend werden. In etwa 5 Jahren soll dann tatsächlich die jetzt im Bau befindliche amerikanische Raumfähre starten. Aha. Das muss man sich vorstellen. Senkrecht geht sie hoch wie eine Rakete. Nachher kommt sie aus dem Orbit zurück und landet wie ein Flugzeug. Und das jede Woche einmal. Da können Sie nicht da mitfahren, ja? Geht das? Ja, jeder Gesunde. Und was kostet der Spaß? Die Weltraummediziner werden wir dafür gar nicht brauchen. Was kostet der Spaß? Na ja, also ein Start für 6 Leute, 6 Passagiere, vielleicht 10 Millionen Dollar. Ach so, ja. Na ja, aber der Dollar ist ja auch ein bisschen abgesackt seit ein paar Jahren. Dann wird es wieder preiswert, finde ich auch. 5 Fragen in der ersten Runde zu beantworten, Herr Hai. Jede richtige Antwort bedeutet für Sie 200 Mark als Spielkapital, aber nicht nur 200 Mark als Spielkapital. Jede richtige Antwort bedeutet auch 200 Mark, und das ist neu, meine Damen und Herren, auf einem Festkonto. Das Geld der ersten Runde wird für Sie wirklich bis zum Ende der Sendung mündelsicher angelegt. Das bekommen Sie gleichgültig, was mit Ihnen und Ihren Antworten in der Schlussfrage, in der Schlussrunde passieren sollte. Das heißt also, wenn man wenigstens eine Frage beantworten kann in der ersten Runde, geht man ganz ohne Preis bei uns nicht mehr nach Hause. Und das gilt selbstverständlich auch für die Kandidaten der ersten Folge, nämlich für Herrn Wissmann, Herrn Marquardt und Frau Hahn. Das wird auch gelacht. Herr Hai, hier ist die erste Frage. Was sagte Neil Armstrong, als er als erster Mensch den Boden des Mondes und damit eines fremden Himmelkörpers betrat? Neil Armstrong sagte, dies ist ein kleiner Schritt für einen Mann oder einen Menschen, aber ein gewaltiger Schritt für die Menschheit. Richtig, 200 Mark sind da. Bei welchem vorangegangenen Unternehmen bewies Neil Armstrong gemeinsam mit David Scott äußerste Reaktionsschnelligkeit trotz höchster physischer und psychischer Belastung? Das war bei dem Flug von Gemini 8, als nach erfolgter Kopplung mit einem Zielsatelliten eine Lagesteuerdüse anfing, unprogrammgemäß zu feuern und das ganze gekoppelte Raumschiff anfing, im Raum herumzutorkeln. Herr Schiemann lächelt zufrieden, das stimmt, 400 Mark. Nach Gemini 8 kam es in der amerikanischen Raumfahrt mit Jim Lovell, Fred Hayes und John Swigert beinahe wieder zu einer Katastrophe. Zufälligerweise hieß das Mutterfahrzeug ausgerechnet Odyssee. Wie, Herr Hai, hieß die Mondlandefähre? Die Mondlandefähre hieß Aquarius. Also sind wir, Herrn Hai, alles kleine Fische, nicht? Stimmt nämlich auch. Das war damals ein großer Tag für alle, die abergläubisch sind, nicht? Denn das war Apollo 13 und startete am 13., wie war das noch, April? 13. April und nach Houstoner Zeit war es 13.13 Uhr. Also es musste ja schief gehen. Es ist Gott sei Dank dann doch ohne Menschenschaden abgegangen. Frage Nummer 4. Am Rande welches sogenannten Mondmeeres lag die Landestelle von Apollo 15? Apollo 15 landete im Hadley-Apennin-Gebiet. Also Herr Schiemann ist bereits zufrieden. Ja, das können wir sagen, das ist das große Gebiet. Vielleicht sagt uns Herr Hein noch am Rande, welches Mondmare, welches Mondmeeres das war. Dieses große schwarze Gebiet da. Aber Hadley-Apennin ist auch die generelle Bezeichnung. Mare Imbrium. Mare Imbrium, stimmt. Das, ah, ja, okay, das Regenmeer, nicht? Das ist der große dunkle Fleck. Na hallo. Der große dunkle Fleck, wenn man Vollmond hat, kann man nämlich das Regenmeer am besten sehen. Das ist der große dunkle Fleck links oben am Mond. Ein Riesending, das ist das Mare Imbrium. Was haben wir denn da? 800 Mark? Herr Hai, ausgezeichnet. Haben Sie denn eine Antwort nicht gegeben? Da fehlt noch eine fehlt Frage. Da fehlt noch eine Frage, das meine ich doch gerade. Die letzte nämlich, ganz interessante Frage. Wie viel Tonnen Treibstoffe verbraucht die erste Stufe der Saturn-V-Mondrakete in den 2,5 Minuten ihrer Brenndauer?
Das sind über 2000 Tonnen Treibstoffe. Hervorragend ist der Mann. Hm? Über 2000 Tonnen in 2,5 Minuten ist auch nicht gerade eine Sparversion, die Saturn, nicht? Das sind 14 Tonnen pro Sekunde. 14 Tonnen pro Sekunde. Ungeheuer. Herr Hai, Sie haben die Idealzahl erreicht. 1000 Mark. Damit lässt sich was machen. Wir bedanken uns herzlich. Ist doch schön, nicht jemanden zu haben, der so rundum informiert ist. Ja? Als Nächsten möchte ich Ihnen Herrn Stöckel vorstellen. Herr Stöckel lebt in Wiggensbach im Allgäu. Er ist Bürokaufmann und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der römischen Geschichte, speziell von Kaiser Augustus bis Konstantin dem I. Na, Herr Stöckel. Ja, wir beide sind passend angezogen, nicht? Das ist Harmonie. Wie kommen Sie auf die römische Geschichte, Herr Stöckel? Naja, die Taten und Untaten der Römer, die haben mich schon immer mehr interessiert, schon als Kind, als in irgendeinem erfundenen Abenteuerroman. Und bei diesem Interesse ist es eben geblieben. Wie lange machen Sie das schon? Auch schon 25 Jahre. 25 Jahre. Wir haben auch für Sie einen Experten im Studio, Herrn Professor Heinz Bellen von der Universität Mainz. Guten Abend, Herr Professor Bellen. Guten Abend, Herr Tölke. Herr Professor, die Geschichte der ollen Römer, ist sie nicht viel zu weit weg für unsere Zeit? Keineswegs, Herr Tölke. Denken Sie doch etwa nur an die Römerstädte an Rhein und Donau. Ja. Da ist die Antike ganz nah. Da ist die Heimatgeschichte. Das stimmt, ist auch wahr, nicht? Und wir werden jetzt also Sie in Heimatgeschichte fragen. Römische Geschichte zur Zeit des Kaiser Augustus bis zum Kaiser Konstantin dem I. Frage Nummer 1 für jede Frage, Herr Stöckel. Sie wissen das, 200 Mark, das Geld, das Sie hier erwerben, bleibt Ihnen, aber Sie können damit in der zweiten Runde spekulieren. Tiberius, der Stiefsohn und Nachfolger des Kaiser Augustus, hat sich zweimal für längere Zeit auf Mittelmeerinsel zurückgezogen. Für seinen zweiten Aufenthalt wählte er Capri. Wie heißt die Insel, auf der er beim ersten Mal verweilte? Die Insel Rhodos. Das stimmt. 7 Jahre war er auf Rhodos. Auf der Rückseite einer römischen Münze, die wir jetzt hier sehen, sind 3 Damen des Kaiserhauses dargestellt: Agrippina, Drusilla und Julia. Wichtig ist für Sie, dass Sie die Namen Agrippina, Drusilla und Julia mitbekommen. Geben Sie bitte das gemeinsame Verwandtschaftsverhältnis dieser 3 Damen zu einem römischen Kaiser an. Das waren die Schwestern von Caligula. Das waren richtig, die Schwestern von Caligula. Nichten des Claudius, Enkelin des Tiberius, aber das ist absolut richtig. Im Jahre 48 nach Christus geschah in Rom etwas selbst für das alte Rom Unerhörtes. Während Kaiser Claudius in Ostia war, heiratete seine Gattin, die Kaiserin Messalina, in aller Öffentlichkeit einen anderen Mann. Wie hieß dieser Mann? Sie nicken schon so zuversichtlich. Der hieß Silius. Silius, richtig. Kennen Sie noch seinen Vornamen? Das müssen Sie nicht noch sagen, aber... Ich glaube Gaius, aber sicher bin ich nicht. Ja, der hieß Gaius Silius. Sie haben ihn also ganz exakt angesprochen. Herr Professor, stimmt, ne? Sind ja schlimme Sachen passiert damals, aber man sagt ja nicht ohne Grund, sagt man sogar heute noch nicht. Zustände wie im alten Rom. Mhm. Frage Nummer 4. Einer der Kaiser des 4-Kaiserjahres, 69 nach Christi, war Aulus Vitellius. Wir haben ihn hier so in einem Münzporträt, er muss also gern gegessen haben, scheint es ein machtvoller Mann und Herrscher gewesen zu sein. In welcher Stadt des Römischen Reiches, die auch zum Sendegebiet des ZDF gehört, wurde er zum Kaiser ausgerufen? Aulus Vitellius. In Köln. Mhm. Colonia. Sicher. Die hieß Peter Colonia Agrippinensis. Klar, in Köln, der ist in Köln Kaiser geworden. Die Köln hat einen eigenen Kaiser, Herr Bellen, nicht? War er zufrieden mit dem eigenen Kaiser, die Eigentlich Kölner? Nicht. Warum nicht? Ach, er hat sich so schnell ermorden lassen. Kölner hatten mehr von ihm erwartet. Aha. Und er war auch sonst so nicht nach ihrem Geschmack. Sie würden heute sagen, er war ein fiesen Möb. Also Latein? Lateinisch Möpus fisus. Frage Nummer 5. Römische Kaiser hatten die Aussicht, nach ihrem Tode vom Senat zum Gott erhoben zu werden. Ein Kaiser des 1. Jahrhunderts nach Christi soll daher, als er den Tod nahen fühlte, gesagt haben: Wehe, ich glaube, ich werde ein Gott. Welcher Kaiser hat diesen Ausspruch getan? Das war Kaiser Vespasian. Er war's. Und ich muss sagen, auch Sie, lieber Herr Stöckel, haben die Idealsumme von 1000 Mark erreicht. Glückwunsch dazu.
Unser dritter und letzter Kandidat ist Herr Büttner. Herr Büttner kommt aus Buxtehude. Er arbeitet dort in der Flugzeugindustrie. Sein Spezialgebiet ist aber ein ganz anderes, nämlich Dampflokomotiven der Deutschen Reichs- und Bundesbahnen. Guten Abend, Herr Büttner. Herr Heil, was haben Sie... Nee, Büttner. Herr Büttner, pardon. Herr Büttner, was haben Sie für einen beruflichen Weg genommen? Sie sind also jetzt Flugzeugfachmann oder Flugzeugbauer? Ja, ich bin dort in der elektronischen Datenverarbeitung tätig in einem Hamburger Werk, das also sich mit der Flugzeugherstellung befasst. War das so direkt Ihr Berufsziel? Nein, eigentlich über Umwegen, aber jetzt doch, würde ich sagen. Welche Umwege? Ja, Handwerkslehre. Richtig, mit Handwerkslehre, richtig durchgemacht? Ja, ich bin gelernter Maurer. Das finde ich gut. Und dann? Ja, und dann habe ich mich ein bisschen für die Datenverarbeitung interessiert und habe mich ein bisschen weitergebildet. In Abendkursen? Abendkursen und auch Tageskursen vom DGB. Es gibt auch eine Menge Möglichkeiten, ja, nicht? Ja, es gibt es, ohne weiteres. Man muss großes Interesse dafür haben. Das meine ich. Und Ihr Interesse gilt also jetzt speziell heute Abend den Dampflokomotiven der Deutschen Reichs- und Bundesbahn. Unser Experte ist ein besonderer Experte, nämlich... ein echter Lokomotivheizer. Guten Abend, Herr Rosen. Herr Rosen ist Dampflokomotivheizer, aber außerdem auch noch Professor. Ich habe gerade gesagt, Herr Professor, dass Sie nicht nur Heizer sind, sondern außerdem auch noch ein echter Professor. Echter Heizer und echter Professor. Wie kam das mit dem Heizer? Ja, ich hatte während meines Studiums das Bedürfnis, das Handwerk von Grund auf zu erlernen. Und freue mich darüber, dass ich diese Heizerprüfung gemacht habe, um dadurch zu wissen, was für eine harte körperliche, aber auch Geschicklichkeitsleistung diese Aufgabe ist. Vielen Dank. Und jetzt werden wir uns auf Ihr Fachwissen verlassen bei den weiteren Antworten. Erste Frage, für jede richtige Antwort 200 Mark. Herr Büttner, welchen Weg generell nimmt der Dampf in einer Lok? Ja, er wird erstmal hergestellt im Dampfkessel. Bei Heißdampflokomotiven wird er danach überhitzt und wird dann weitergeleitet zu den Zylindern, wo er nach getaner Arbeit dann also eben austritt. Wo tritt er aus? Durch das Rauchrohr und dann später durch den Schornstein. Aber sicher, das macht er, genau so war es und ist es. Aber vor allen Dingen war es, weil es ja so wenig Dampflokomotiven noch gibt. Ja, leider. Welchen Zweck haben denn die Windleitbleche vorn neben der Rauchkammer des Kessels? Ja, die sollen den Luftwiderstand in geordnete Bahnen leiten. Welche Bahnen? Welche Richtung? Na, die Fahrtrichtung. Die sollen dafür sorgen, das ist nämlich ganz interessant, das haben wir alle schon gesehen, an schnellsten Lokomotiven gibt es diese Windleitbleche, die sollen dafür sorgen, dass gerade beim Dampflokomotiven der Lokomotivführer und der Heizer sehen können. Die gucken ja rechts raus und wenn da dauernd Dampf wäre, würden die Signale nicht erkennen können. Und diese Windleitbleche blasen oder helfen, einen Windstrom zu schaffen, der den Dampf nach oben bläst. Frage Nummer 1. Bei der Deutschen Bundesbahn sind jetzt die sogenannten Witte-Leitbleche, die also gegenüber diesen größeren Leitblechen der Deutschen Reichsbahn genau dieselbe Wirkung haben, bloß Material einsparen. Was der gewisse weiß, Herr Witte hat das erfunden. Sparen Sie es auf, vielleicht kommt so eine Frage ja noch, nicht? Eine Dampflokomotive der Deutschen Reichsbahn fuhr 1936 Geschwindigkeitsrekord. Zu welchem Geschwindigkeitsrekord mit 200,4 Kilometer pro Stunde? Zu welcher Baureihe, Herr Büttner, gehörte sie? Das ist die Baureihe 05 gewesen, genau gesagt die Maschine 05002. Datum können wir vielleicht auch noch sagen, ne? Da schmunzelt der Experte. Und was ist eine Riggenbach-Bremse? Also es ist eine sogenannte Gegendruckbremse. Und zwar ist es eine besondere Konstruktion im deutschen Lokomotivbau, dass man also, wenn die Lokomotive im Leerlauf ist und im Zylinder kein Dampf mehr vorhanden ist, ist ja ganz klar, braucht man ja nicht, wenn er im Leerlauf ist, dass man dann die Auslassventile öffnet und Luft reinleitet und diese Luft dann drinnen behält, sodass dann also die Luft durch das Arbeiten des Kolbens komprimiert wird und demzufolge eine ganz einfache Gegenbremsung. Glänzend. Was, Frage Nummer 5, versteht man unter einer Kondenslok? Ja, das ist auch so wieder so ein Ding. Eieiei.
Wir hatten ja auch mal beim großen Adolf einen Krieg gehabt und da kam dann also durch die großen Räume, die die deutschen Truppen erobert haben, Transportschwierigkeiten für die deutsche Reichsbahn. Und vor allen Dingen insofern Transportschwierigkeiten, dass man also lange Strecken durchfahren musste, wo man keinen Brennstoff aufnehmen konnte und Brennstoff oder überhaupt Materialien für die Lokomotive. Und dann ging also der Bauauftrag der deutschen Reichsbahn dann dahin, dass man also sagte, okay, jetzt müsst ihr was schaffen, wo wir also lange mit Wasser was aus... Was ist es? Also ja, Ihre, also da wird, ja, okay. Ihre historische Exkursion hat jetzt die Frage nicht beantwortet. Nee. Und ich muss auch sagen, dass auch die historische Deutung dieser Dinge Privatsache ist. Nur müssen Sie jetzt sagen, was eine Kondenslok ist. Eine Kondenslok leitet den Abdampf wieder zurück zum Tender und verwendet ihn wieder. Ich gratuliere Ihnen. Danke. Genau das ist sie nämlich. Ne? Was könnten wir alle, es tut mir direkt leid, was könnten wir alle über Lokomotiven lernen, wenn so eine Sendung nicht nur 90 Minuten lang wäre? Ja, meine Damen und Herren, und nun kommt für mehr als 900.000 unter Ihnen der Augenblick, wo die Entscheidung fällt, ob Sie 100.000, 10.000 oder vielleicht gar 100.000 Mark gewonnen haben. Denn wir ermitteln jetzt unter Aufsicht eines Urkundsbeamten des Finanzministeriums die Glückszahl der Lotterie des großen Preises zugunsten der Aktion Sorgenkind. Walter Spabier wird das machen. Darf ich Sie bitten, lieber Walter Spabier, zuzugreifen? So, das ist sie nicht, die Glückszahl. Haben Sie alle gesehen? 2053. Und alle diejenigen von Ihnen, die Sie haben, können sich auf alle Hand gefasst machen. Wir brauchen jetzt eine Glücksgöttin, eine Dame. Sind eine Dame da, die bereit ist, wie die Hände hochgehen, die bereit ist, uns hier als Glücksgöttin zu helfen? Darf ich Sie bitten, liebe Frau? Und Ihnen daheim sei noch gesagt, prüfen Sie Ihre Einzahlungsabschnitte ganz genau darauf hin, ob die letzten drei Ziffern, die Registrierziffern, die Reihenfolge 053 haben, dann haben Sie nämlich 100 Mark. Guten Abend. Dann haben Sie 100 Mark gewonnen. Ich will das nur gerade eben noch zu Ende erklären. Und wenn die letzten vier Ziffern in der Reihenfolge 2053 da stehen, dann haben Sie 1.100 Mark gewonnen. Aber alle, die 100 Mark Gewinner und die 1.100 Mark Gewinner, haben die Chance, jetzt 10.000 und 100.000 Mark zu gewinnen. Wie viele Menschen insgesamt haben nun Glück gehabt diesmal, lieber Walter Spabier? Insgesamt haben 1.014 100 Mark gewonnen. Und wer hat 1.100 Mark gewonnen? Oder wie viele? Sieben haben 1.100 Mark gewonnen. Aha, prima. Und ich darf Sie mit Herrn Dr. Denninger bekannt machen, der als Urkundsbeamter die Sache beaufsichtigt. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Marquardt. Frau Marquardt, Berlinerin? Jawohl. Was machen Sie so privat, wenn Sie nicht gerade Glücksgöttin spielen? Ich bin Verkäuferin. Spielen? Verkäuferin? Jawohl. In welcher Branche? DOB. DOB. Damenoberbekleidung, ja. Harter Job im Augenblick, ja, nicht? Ja, das möchte ich sagen. Das ist hoffentlich weniger hart. Wir möchten Sie nämlich jetzt bitten, zunächst 400.000 Marks Gewinne zu ziehen und dann insgesamt noch 11.000 Marks Gewinne. Greifen Sie zu. Richtig fest reingreifen. Herr Dr. Denninger, nach unten. Die liegen alle unten, die Dinger. Herr Dr. Denninger wird das dann kontrollieren. Ja, wenn es halt stimmt. Das ist Bertha, 100.000 Mark. Bertha, Wie viele Berthas gucken jetzt und denken, Mensch, wenn ich das wäre, kann ich gut verstehen. Bertha Zablatschk, 83, Landshut, 100.000 Mark. Und nun nochmal 100. Nochmal 100.000 Mark. Frau oder Fräulein, Dagmar in 2800 Bremen 44. Der Name Bedenstedt. Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden. So, nun ziehen Sie bitte, Frau Marquardt, weitere 200.000er und dann die 11.000er. Wir werden im Verlauf der Sendung die Gewinner bekannt geben und machen derweil weiter.
Ich darf Ihnen inzwischen unsere Cockpit-Besatzung vorstellen. Da sind wie immer strahlend Janita und Silvia, die unsere Computer bedienen, Sigrid Müller, die Protokollführerin, unsere Experten haben Sie ja schon im Laufe des Abends kennengelernt. Konzentriert schaut uns Schiedsrichter Eberhard Gläser an und da ist die Marianne, deren Multivisionswand heute programmiert ist. Marianne mit den Begriffen Berufe, Varieté, A bis Z, Luftfahrt, Gold und Straßen. Aber nicht nur mit diesen Begriffen, auch mit einer ganzen Menge Geld, das Sie, meine Herren, gewinnen können. Und wo Sie, meine Damen und Herren, daheim mitraten und mitspielen können. Sie wissen ja noch, wie es geht. Man muss eine Frage, einen Begriff mit einer Zahl verbinden und sagen, Straßen 60, dann muss man die daraus ergebende Frage beantworten. Wenn man sie richtig beantwortet, bekommt man das Geld. Wenn man sie falsch beantwortet, verliert man die gesetzte Summe. Man kann aber nur dann antworten, wenn man vorher die Mikrofontaste gedrückt hat. Das kann immer nur jeweils einer. Darf ich Sie, Herr Stöckel, bitten, die Mikrofontaste zu drücken, dann leuchtet bei Ihnen das Licht auf. Das heißt, Herr Stöckel könnte jetzt mit Wertung sprechen. Darf ich die anderen Herren bitten, nun ebenfalls das zu versuchen? Ihr Licht bleibt aus, weil Ihr Mikrofon dann blockiert ist. Bitte die Mikrofone wieder freischalten. Es geht los. Da alle drei Herren das gleiche Kapital haben, mit dem Sie die zweite Runde kommen, beginnt der, der im Alphabet ganz vorn liegt. Herr Büttner, greifen Sie zu. Ja, ich würde sagen, Varieté 40. Risiko, es geht gleich gut los, Sie haben 1000 Mark. Wie viel davon setzen Sie? 900. Ui, ui, ui. Die Summe, die er setzt, kann er verdoppeln. Aber die Antwort der zweiteiligen Frage muss in 30 Sekunden abgegeben werden. Hier ist die Frage, wie hieß dieser Clown und wie lautet sein weltberühmter Ausspruch? Ich sag's nochmal, wie heißt der Clown und wie lautet der weltberühmte Ausspruch dieses Clowns? Der Clown hieß Charlie Rivel und der weltberühmte Ausspruch war Akrobat schön. Leider, leider hieß der Clown Grock und der weltberühmte Ausspruch war nicht möglich. Das möchte ich jetzt auch zu Ihnen sagen, Herr Büttner, nicht möglich. Also das tut mir richtig leid. Junge, Junge, da hat er Herz gehabt und in die Waagschale geworfen und dann war es der Grock und nicht der Rivel. Es geht weiter mit Herrn Hai. Luftfahrt für 80, bitte. Sie sehen eine ganz berühmte Fliegerin, eine weltberühmte Fliegerin, Elli Beinhorn, hier zum ersten Mal. Dann beim Start zum Europaflug 1932 zum zweiten Mal. Kunden, wie Sie sehen, wird gerade die Maschine startklar gemacht. Und ich hoffe, dass ich in spätestens einer halben Stunde starten kann, um die Mannschaft unterwegs verschiedentlich zu begrüßen und abzufassen. Und dabei hoffentlich einige recht nette und interessante Sachen für den Berliner Lokalanzeiger zu schreiben. Die deutsche Staffel. Und jetzt die weltberühmte Fliegerin Elli Beinhorn zum dritten Mal. Da ist sie. Namen, Frau Beinhorn. Fliegen Sie eigentlich immer noch, Frau Beinhorn? Ja. Haben Sie, Sie sind eine Fliegerin, die viele Dinge zum ersten Mal gemacht hat. Sie haben Wüsten durchquert, Kontinente verbunden mit dem Flugzeug. Haben Sie eigentlich nie Angst gehabt? Doch, natürlich. Natürlich habe ich Angst gehabt. Meistens vor den Spinnen, die überall da waren, die so groß waren. Dann habe ich immer Angst vor schlecht isolierten elektrischen Leitungen. Und natürlich auch, bevor es zum ersten Mal übers Wasser ging. Da habe ich natürlich Angst gehabt. So lange. Vor Fliegen nie? Nein, das ist ja so einfach. Einer der Flüge, die Sie berühmt gemacht haben, war ein Flug, und das ist jetzt die Frage an Sie, meine Herren. Ein Flug, der mit einem einmotorigen Flugzeug, nur von Frau Beinhorn durchgeführt, an einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden, über drei Kontinente führte und in Berlin endete. Welche Kontinente hat Frau Beinhorn bei diesem Flug berührt? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Er weiß es nicht, die Frage ist frei. Herr Hai? Das war Mittlerer Orient, Afrika und Europa. Ja, und welche drei Kontinente sind das? Stimmt, ja, ist richtig. Das nicht? Ist also der Mittlere Osten ist also Asien, Asien Afrika, Europa. Ja. Drei Erdteilflug. Ausgezeichnet, die Frage ist richtig beantwortet. Wann war das? 1936. Bernd Rosemeyer und ich waren gerade ganz kurz verheiratet. Der weltberühmte Rennfahrer Bernd Rosemeyer war der Mann das von Elli Beinhorn. Das hatte alles schon vorher stattfinden sollen, aber die Genehmigungen der Länder
kam so spät, dass wir also zwischendurch am 13. Juli 36 geheiratet haben. Und dann sagte Bernd, der eben auch die Disziplin dieser Dinge kannten, die so viel mit der Öffentlichkeit und anderen Ländern Deutschland zu tun haben, hat er gesagt, er muss das eben halt machen. Und haben Sie es gemacht? Ja. Und er hat dabei gezittert wahrscheinlich, nicht? Ja, ich war eigentlich fast etwas stolz, als ich zurückkam in Tempelhof, als ich landete an diesem Abend nach den drei Erdteilen, da stand er da, hatte so einen kleinen Schrumpfkopf gekriegt. Gott. Und dann hat er gesagt, er hätte zum ersten, und das war dann auch das einzige Mal in seinem Leben, das Auto hingestellt. Und der damalige Rennleiter, Dr. Feuereisen, hat es eingesehen und hat gesagt, also Rosemeyer, das kann ich vollkommen verstehen, also lassen Sie es dieses Mal. Was machen Sie im Augenblick beruflich, Frau Beinhorn? In der Hauptsache bin ich Großmutter. Ein wunderbarer Beruf, hm? Gleich zwei auf einmal. Meine Tochter Stephanie aus zweiter Ehe mit einem Sonntagsjungen und dann kam genau 7 Wochen später meine Schwiegertochter Michaela, Tochter von Luise Ulrich, einem Wurfdieter Kastellen, Fliegerkameraden, und die haben also auch einen Jungen gekriegt. Und ich wage also manchmal gar nicht darüber nachzudenken, wie glücklich ich eigentlich darüber bin. Na, wie herrlich. Dankeschön für Ihren Besuch und auf Wiedersehen, Elli Beinhorn. Auf Wiedersehen. Danke. Herr Hai, es geht weiter mit Ihnen. Gold 60, bitte. Da sind wir beim goldenen Schuss. Und Sie sehen jetzt einen Ausschnitt der 16. Folge aus dem Jahre 1966. A droite. Stop. Plus haut. Stop. Oh, un peu à droite. Oui, un tout. Voilà. Juste. Servus, Max. So, das war der goldene Schuss. Und wie hieß die prominente Schützin, Herr Hai? Fürstin Gracia Patricia von Monaco. Das stimmt. Straßen 60, bitte. Ja, das ist die Heimat vieler berühmter, weltberühmter Musicals. Susie, like I know Susie. Oh, 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 what a girl. There's none so classy as this fair lassie. Oh, oh, holy Moses, what a chassis. We went riding, she didn't balk. Back from Yonkers, I'm the one who had a walk. You knew Susie, like I know Susie. Oh, oh, what a girl. Dieser New Yorker Theaterbezirk wird nach einer Straße benannt. Wie ist der Name dieser Straße? Die Straße heißt Broadway. Ja, so heißt sie. Luftfahrt 60, bitte. Ici Radio Télévision Versailles. Hallo, Messieurs, Dames, ici Radio Télévision Versailles. Und ihr einige Aktualitäten in deutscher Sprache. Tout Paris feierte heute am 13. September 1783 auf dem großen Platz vor dem Château Versailles ein Spektakulum besonderer Art. In Anwesenheit seiner Majestät des Königs, der die Güte hatte, sich von der gesamten hohen königlichen Familie attachieren zu lassen, führten zwei unternehmungslustige Brüder mit dem Namen Montgolfier ein eigenartiges Experiment durch. Vor den Augen der Majestäten und den Blicken von mehr als 130.000 Zuschauern, magnifique, mon Dieu, 130.000, fast doppelt so viel wie im Jahre 1974, dem Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft beiwohnen werden, gab es den ersten Aufstieg eines sogenannten Aerostaten zu bewundern. Der großartige Flug des kunstvoll bemalten Ballons dauerte volle 8 Minuten. Die wagemutigen Passagiere waren ein Huhn, eine Ente und ein Hammel. Parbleu. Also heute muss man nicht unbedingt mehr ein Hammel sein, um in ein Luftfahrtgerät zu steigen. Aber was, Herr Büttner, hat, welche Kraft hat diesen Ballon, diese Montgolfiere, wie man heute sagt, zum Aufsteigen gebracht? Heiße Luft. Ja, das war heiße Luft. Und Sie haben sich damit auf 160 verbessert. Ja, dann wird er in Spanien.
Ich bleibe beim Variety, Variety 20. Da haben Sie recht getan. Das ist nämlich ein Joker. Ohne dass Sie eine Frage beantworten müssen, schenkt Ihnen Wumm 100 Mark. Na ja, bei dem Mut muss er auch Glück haben. Jo. Bitte weiter. Variety 60. Sie sehen eine ganz seltene Originalaufnahme. Das sind die drei Codonas, die jetzt versuchen werden, mit verbundenen Augen einen zweifachen Salto zu springen. Alfredo, der Flieger, der sich die Augen verbinden lässt, ist der bekannteste und berühmteste von ihnen. Dann kommt sein Bruder, der Fänger. Und jetzt merken wir gleich deutlich, dass Alfredo wirklich nichts sehen kann. Achtung! Das sind also die echten drei Codonas. Und wie, Herr Hai, nennt man das Gerät, an dem die Artisten gearbeitet haben? Das ist ein Trapez. Ja, sicher ist das ein Trapez. Machen Sie bitte weiter. Berufe 60, bitte. Komm, 100 Mark mehr. Unser Zuschauer sind richtige Gönner. Und Sie daheim sicher auch, nicht? Finde ich richtig nett, dass Sie also so ein Geschenk beklatschen auch. Ja, die Kandidaten haben die Sympathie des Volkes mit Recht. Auf, Herr Hai. Luftfahrt 40, bitte. Ein Blick zurück in die Anfänge der internationalen Luftfahrt. Das ist ein Originalflug der berühmten Gebrüder Wright. 65 Kilometer schnell waren die Flugzeuge und sie flogen so 7 bis 50 Meter hoch damals, in den ersten Jahren des Jahrhunderts. Die Welt glaubte den Brüdern nicht. Man nannte sie nicht die fliegenden Brüder, man nannte sie die lügenden Brüder. Aber sie flogen doch. Und haben die Luftfahrt ganz wesentlich beeinflusst. Was, Herr Hai, war die große Pionierleistung der Wrights? Ja, es war der erste motorgetriebene Flug eines Menschen. Ja, das ist richtig. Es gilt als der erste motorgetriebene Flug des Menschen, auch wenn es sicherlich in der Welt zur gleichen Zeit und manchmal sogar früher in anderen Bereichen ähnliche Versuche gab. Jedenfalls haben die Wrights der Sache Impulse gegeben, sie weitergetrieben und die Luftfahrtentwicklung, die Entwicklung der motorisierten Luftfahrt echt begonnen. Sie dürfen also noch mal wählen. Ja, so. Gold 40, bitte. Ja, der Mann mit dem Goldarm. Schöne Musik, nicht? Straßen 80, bitte. Welche Erdteile trennt die Straße von Gibraltar? Europa und Afrika. Aha. Weiter? Straßen 40, bitte. Risiko! Nun haben Sie 1580 Mark. Herr Stöckel hat 920 Mark, Herr Büttner 260 Mark. Wie viel riskieren Sie? 580 Mark. 580 werden riskiert. In welcher Stadt an der Adria ist die Hauptstraße ein Kanal? Und zweiter Teil, wie heißt dieser Kanal? Das ist in Venedig und der Kanal heißt Canale Grande. Jo, richtig. Ja. Und nicht etwa Canale Grande, das würde ja großer Gauner heißen, ne? Gold 80, bitte. Risiko, aber jetzt kassieren Sie die Risikos ab. Erst die Bums. Die Jokers, nur die Risiken. 2160 Mark ist Ihr Kapital. 700 Mark. Wie heißt dieses Gemälde und wer hat es gemalt? Das ist der Mann mit dem Goldhelm und gemalt von Rembrandt. Völlig in Ordnung. Es hängt sogar in einer Berliner Gemäldegalerie. Und wenn Sie mal zu Hause einen Platz an der Wand frei haben, meine Damen und Herren, können Sie es mitnehmen. Ich glaube, 15 Millionen Mark nur. Herr Hai. A bis Z 60, bitte. Glücksfrage. Der Mensch räumt unsere ganze Wand ab. Eine echte Glücksfrage. Richtige Antwort 500 Mark. Falsche Antwort. Es werden Ihnen nur 60 Mark entzogen. Ein Blick hinter die Kulissen des Geheimdienstes.
Na ja, aber... Und wie gesagt, Paragraph 7b des Mietvertrags besagt, dass die Firma Eigennützige Wohnbau GmbH Ihnen einen Spion zur Verfügung stellt. So? Na, ich brauche ja gar keinen Spion. Oh, sagen Sie das nicht. Ein eigener Spion kann sein Geld wert sein. Ich darf mal vorgehen. Bitte. Mit einem eigenen Spion kann man leicht fremde Spione ausspionieren. Ach. Spion ist nicht Spion. Huch, Sie können einem ja richtig Angst machen. Unser Spion soll Sie nicht ängstigen. Ne? Unser Spion soll Sie beschützen. Ach so. Kann ich denn? Ach. Ja. Na, der ist ja einäugig. Ja, aber dafür hat er eine große Klappe. Und wenn der einem nun nicht mehr gefällt, ich meine, kann man den dann umtauschen? Nein. Gebrauchte Spione will keiner mehr haben. Oh. Also hat er wirklich recht, der Joachim Röcker, nicht? Den wir mit Edith Handke sagen. War also doch kein Geheimnis, Herr Hai. Welchen Gebrauchsgegenstand nennt man heute Spion? Ja, es handelt sich um das kleine Guckloch in einem Fenster, in einer Tür, in einer Wohnungstür, durch die man sehen kann, wer vor dieser Tür steht. Sie Glücksmensch, 500 Mark. Aber Sie, meine Damen und Herren, jedenfalls vier von Ihnen haben auch Glück gehabt. Beate hat mir gerade das Ergebnis, ersten Teil des Ergebnisses der Ziehung der Einzelprämien mitgebracht. Wir haben 14.000er zu verkünden. 10.000 Mark einmal an Frau oder Fräulein Birgit Koch in 493 Detmold. 10.000 Mark an Ursula Tophorn in 447 Meppen. 10.000 Mark, endlich mal ein Mann dabei. Man hat schon das Gefühl, dass nur Frauen da immer einzahlen. 10.000 Mark an, die müssen Sie verlesen. Matthias Brenner in Rehmagen, Waldhornstraße 1. Ja, das hat sie schon gesagt. Ja. Und wieder 10.000 Mark an Jörg Schönemann, 7031 Maxstadt. Und schließlich noch einmal 10.000 Mark an H.J. Winter in Lohwig, 4291 Postleitzahl. Das ist wunderbar. Weitere 10.000 Marks Gewinner im Verlauf der Sendung. Jetzt, Herr Hai, sind Sie wieder dran. Straße 100, bitte. Diese Straße in Jerusalem gilt als Leidensweg Christi. Wird im Jahr von vielen, vielen Millionen, nicht im Jahr, im Laufe der Zeit von vielen, vielen Millionen Pilgern besucht. Wie heißt sie? Das ist die Via Dolorosa. Ja. Ich muss die anderen Herren darauf hinweisen, dass Herr Hai zwar die Fragen wählen kann, aber dass Sie die Chance haben, sich durchaus in die Antwort zu drücken. Sobald die Mikrofone freigeschaltet sind, haben Sie dieselbe Chance wie er auch, dafür zu sorgen, dass Sie nun antworten dürfen. Herr Hai, Sie haben noch mal die Wahl. Gold 100. Glücksfrage. Was Sie jetzt sehen, hat also zunächst weniger mit Gold und mehr mit Hunger zu tun. Ein Ausschnitt einem ganz berühmten Film mit und von Charlie Chaplin. Wie hieß der Film, Herr Hai? Goldrausch. So hieß er. Aber er ist selbst ja auch jetzt im Goldrausch, der Herr Hai. Nicht? Schauen Sie an, wie er strahlt. Und wieder sind also drei unserer Zuschauer in so einer Art von Goldrausch. Jedenfalls drei haben wieder 10.000 Mark gewonnen, nämlich Herr oder vielmehr Frau Gertrud Fingerhut in 5885 Schalksmühle, Herr Herrmann in Frankfurt. Und Herr, Frau oder Fräulein Jansen in 54 Koblenz. Wir werden natürlich jeden Gewinner außerdem auch noch einzeln verständigen. Herr Hai. Luftfahrt 100. Luftfahrt 100. Von welchem berühmten italienischen Maler stammt diese Konstruktionsskizze für einen Hubschrauber, die um das Jahr 1500 entstand? Leonardo da Vinci. Er war es, das Universalgenie Leonardo da Vinci. A bis Z 80, bitte. Der Westgotenkönig Alarich, Herr Stöckel, Sie haben sich also inzwischen ins Bild und damit auch ins Wort gedrückt. Der Westgotenkönig Alarich, der erste, soll in Süditalien bei Cosenza im Fluss Bosento begraben worden sein. Wissen Sie noch, zu welcher Tageszeit die Beerdigung im Bosento stattfand? Nachts. Das stimmt. Kennen Sie das Gedicht? Ja. 80 Mal. Nächtlich am Busento, lispeln bei Cosenza. August Graf von Platen hat das, haben wir früher in der Schule lernen müssen, nicht?
Italien ist ja anatomisch verbaut, wissen Sie ja. Der Busento ist unten und der Po oben. Herr Stöckel, Sie können weitermachen. A bis Z 100. Diese Darstellung, Herr Stöckel, und ich wende mich auch an Sie alle, diese Darstellung kennen Sie. Woher? Auf der Rückseite des 50-Pfennig-Stückes. Das stimmt. Ein Mann, der die Pfennige zu drehen versteht. Ja? A bis Z 40. Aha. Na? Hat der Herr Hai doch noch einen übrig gelassen gehabt für Sie, Herr Stöckel? A bis Z 20. Wie heißt diese Gruppe von Figuren auf dem Brandenburger Tor? Das ist eine Quadriga. Es ist eine Quadriga, jawohl. Gold 20. Risiko, wie viel setzen Sie? 1220 ist Ihr Kapital. 500. 500 Mark. Na dann los. Grüß Gott. Einen Rundgang durch diese Stadt sollte man in der Maria-Theresien-Straße beginnen, denn von hier hat man einen herrlichen Blick auf die Nordkette, wenn es nicht gerade regnet. Ja, und so sieht's bei Sonnenschein aus. Weltberühmte Sehenswürdigkeit der Landeshauptstadt aber ist dieser Balkon. Er diente schon Kaiser Maximilian bei Festlichkeiten als Loge. Sein schimmerndes Dach ist nicht etwa aus Gold, wie man vermuten könnte, sondern es ist mit ungefähr 3500 feuervergoldeten Kupferschindeln gedeckt. Das Gebäude wurde schon mehrfach umgebaut, sein Balkon ist aber bis heute unverändert erhalten. Wie heißt die Sehenswürdigkeit, die Ruth Kappelsberger meint, und in welcher Stadt, Herr Stöckel, kann man sie besichtigen? Das ist das Goldene Dachl in Innsbruck. Mhm. Straßen 20. Wer hat seinen Amtssitz in der Downing Street Nr. 10? Der britische Prime Minister. Der Premierminister Englands, das ist richtig. Berufe 100. Berufe 100. Johann Wolfgang von Goethe war nicht nur ein großer Dichterfürst, er hatte auch einen bürgerlichen Beruf, richtig mit abgeschlossenem Studium und Examen. Welchen Beruf hatte er, Herr Stöckel? Was hat er studiert? Physik. Nein, die Frage ist frei. Herr Hai? Er war 1776 Geheimer Legationsrat, 1778 Geheimer Rat der damaligen Regierung und 1782 wurde er geadelt und Präsident der Finanzkasse. Sagen Sie nur noch, nun sagen Sie aber nur noch, was er studiert hat, das kann ich nicht sagen. Aber wir hätten die Gelegenheit benutzen können, noch ein wenig über seine Werke zu fabulieren, nicht? Warum über die denn Farben, nicht? Farbenlehre. Herr Büttner. Er hat Jura studiert. Sicher hat er Jura studiert. Zwischendurch mal schnell der Kontostand. Herr Büttner hat 260 Mark, aber nur dank seines ungeheuren Mutes. Herr Stöckel 1640 Mark und der Hai 3960 Mark. Herr Büttner, Sie wählen. Was haben wir da noch? Berufe 80. Glückszahl. 500 Mark, das gönne ich Ihnen aber wirklich. Ja. Meier, ich bin der neue Mitarbeiter. Großartig, wir haben Sie ja schon erwartet. Kommen Sie, ich werde Sie gleich einweisen. Ja, Meierchen, also hier ist die Kammer. Da hinten geht's zur Kantine. Ach, Kantine ist gut, wie sind denn die Preise? Zivil. Zigarre gefällig, bitteschön. Hier sind die Ausgänge und Ihre Papiere, die können Sie nachher... Wo sind Sie denn? Hier! Haben Sie mal Feuer? Wo arbeitet der Mann? Wo hat er sich vorgestellt? Welcher Beruf hat diese seltsamen Schächte? Herr Büttner. 500 Mark. Also um 12 wird hier Licht ausgemacht. Müssen Sie bis dahin wissen. Wo gibt's das mit den langen Stangen? Feuerwehr. Ja. Das waren Friedhelm Herbst und Rolf Ulrich bei der Feuerwehr, ja? Und nun los wie die Feuerwehr, Herr Büttner. Okay, ja, ran an Varieté 80. Warum auch nicht? Hä? Viele Motive des Malers Toulouse-Lautrec, auch dieses Motiv, entstammt dem Pariser Montmartre-Milieu. Wie heißt das heute noch berühmte Varieté, als dessen Hausmaler er galt, Herr Hai? Das Moulin Rouge. Das ist das Moulin Rouge, ja? Der Herr Hai ist Rennfahrer.
Man merkt das seinen schnellen Reaktionen an. Sie machen weiter. Varieté 100, bitte. Unter welchem Namen wurde dieser Jongleur berühmt? Er galt damals als der Beste der Welt und arbeitete mit 8 Bällen. Ist genau der Mann, der Bayern München im Augenblick fehlt. Die Frage war schon gestellt, Herr Stöckel. Das war Rastelli. Enrico Rastelli, jawohl. Und noch mal schnell Kontostand. Herr Hai, ganz links außen, 4.040 Mark. Herr Stöckel, 1.740 Mark. Und Herr Büttner, 860 Mark. Herr Büttner ist noch nicht dran, Herr Stöckel. Beruf hat 40. Risiko. Wie viel setzen Sie? 1.000, das ist ein Wort. Und hier ist die Frage. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte Sebastian Kneipp ein neues Heilverfahren, die sogenannten Kneippkuren. Zweiteilige Frage. Erstens, was war der eigentliche Beruf von Sebastian Kneipp? Zweitens, in welchem auch heute noch bekannten Kurort hat er gewirkt? Von Beruf war er katholischer Priester, also Pfarrer, und das war in Bad Wörishofen. 1.000 Mark sogar auf seinem Konto. Berufe 20. Diese Dame hat eine ungewöhnliche berufliche Entwicklung. Mit 3,5 Jahren drehte sie ihre ersten Filme. Sie war der blonde, unwiderstehliche, süße Lockenkopf des internationalen Films. Charlie Temple, Millionen Mütterherzen schlugen höher, wenn man sie sah. Heute eine aparte Frau von 46 Jahren. In welchem Beruf beschäftigt sie sich? Hi. Sie ist Delegierte der Vereinten Nationen. Sie ist nicht mehr Delegierte der Vereinten Nationen, nein. Ich frage auch nur ganz allgemein nach dem Beruf. Herr Stöckel? Sie ist jetzt Politikerin. Sie ist eine Politikerin, ja. Das war sie, Delegierte der Vereinten Nationen. Sie ist inzwischen nämlich längst Botschafterin der USA in Ghana geworden. Herr Stöckel, Sie sind noch mal dran. Luftfahrt 20. Erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, an die großen Zeiten der Luftschiffe? Das ist das größte, schönste und modernste Luftschiff der 30er Jahre, der LZ-129 Hindenburg auf seinem letzten Flug. Kurz vor der Landung gab es eine ungeheure Katastrophe. Innerhalb von 32 Sekunden verbrannte das großartige Schiff, riss Menschen mit in dieses Grauen. Und diese Katastrophe beendete gleichzeitig die Zeit der internationalen Luftschifffahrt. Die Frage, Herr Stöckel, lautet, wo, in welcher Stadt ereignete sich die Katastrophe? In Lakehurst in den USA. Ja, Lakehurst ist sogar noch besser als New York. Das ist der Marinehafen von New York gewesen. Es gibt ein paar Menschen, die dieses Inferno lebend überstanden haben. Einer davon ist in unserem Studio. Guten Abend, Herr Franz. Herr Franz, wie alt waren Sie damals, als der Zeppelin in Lakehurst abstürzte? 14 Jahre. In welcher Funktion waren Sie an Bord? Ich habe die Kapitäne und Offiziere bedient in Art eines Stewards. Sie waren so ein Jungsteward? Jungsteward. Kabinenboy. Jawohl. Mhm. Wie haben Sie das Unglück erlebt? Ja, ich habe es glücklich überstanden. Aber wie zeichnete es sich ab? Was war los? Wie kamen Sie raus? Ja, die Explosion war sehr heftig, der Ruck war sehr stark und man als in dem Schiff merkt man sofort, da muss was Furchtbares passiert sein. Mein einziger Gedanke war, nichts wie raus aus dem Ding. Aber es war ja noch in der Luft. Ich war in der Offiziersmesse, bin auf den Laufsteg gestürzt und wollte von dort aus ein paar Meter weiter zu einer Bodenluke, da wollte ich abspringen. Aber die Schräglage des Schiffes, zwei Drittel des Schiffes, ist in der Zwischenzeit zu Boden gegangen. Die Spitze stand noch nach oben. Und die Schräglage des Schiffes, die ließ mich gerade noch so in den Seilen festhalten. Der Boden rutschte mir unter den Füßen weg. Und es brannte alles furchtbar. Ringsrum war alles in Flammen gehüllt. Ich hatte ein großes Glück. Vor mir war ein großer Wasserbehälter. Durch die Schräglage entleerte der sich, das Wasser stürzte über mich. Ich glaube, das haben wir sogar in dem Film sehen können, wie der Wasserbehälter sich entleerte. Wenn wir die Aufnahmen noch mal einspielen, können Sie das wahrscheinlich jetzt sogar, also auch daheim feststellen, wie oben vorne aus dem Bug des Luftschiffes ein richtiger, kräftiger Wasserstrahl. Ja, da, das sieht man gerade kommt er raus. In der Nähe haben Sie sich aufgehalten. Ja, und kurz nach diesem Wasserstrahl konnte ich dann, dadurch, dass das Schiff vorne wieder runterging, etwas weiterlaufen, konnte die Luke durchtreten und sprang ab.
Und konnten ins Freie sich retten? Konnte dann, so schnell wie es ging, rannte ich dann weg. Und hat das lange nachgewirkt in Ihnen? Oh ja. Das war gut ein halbes Jahr nach der Katastrophe, wenn ich da einen lauten Knall irgendwo gehört habe, dann lief ich. Und wann sind Sie danach zum ersten Mal wieder geflogen, Herr Franz? Ja, geflogen bin ich dann nachher erst wieder bei der Luftwaffe. Da war wieder mit fliegendem Personal, so ist das dann, nicht? Was machen Sie heute? Haben Sie noch mit Fliegerei zu tun? Nein, ich bin heute bei der Deutschen Bundespost im Fernmeldedienst beschäftigt. Und was ist mit den Hobbys? Ja, die Zeit lässt mir zur Fliegerei, habe ich keine Zeit mehr. Mein Hobby heute ist Eisenrollsport. Na, was machen Sie da? Ja, da bin ich Trainer. Berühmte Schüler gehabt? Ja, das kann man sagen. Marika Kilius und Franz Ningel waren meine Schüler als Rollsportler und Eissportler, bis sie durch die Größenverhältnisse getrennt wurden. Na, hören Sie. Danke für Ihren Besuch. Alles Gute, Herr Franz. Vielen Dank. Wiederkommen. Herr Stöckel, haben wir noch eine Möglichkeit, irgendwas zu wählen auf unserer Wand? Nein, schon leer. Die Wand ist leer. Dann muss ich Ihnen noch einige Gewinner bekannt geben. Wir haben noch drei 10.000 Marks Gewinner, meine Damen und Herren. Und zwar Herrn Jürgen Kilian, 4273, Wulfen-Barkenberg, Herrn Werner Thele in 2257, Almdorf und Frau oder Fräulein Maria Kaufmann, 542, Lahnstein. Und dann, das wollen wir uns aufheben, nicht? Ich wollte nur schnell sagen, wie es steht nach der zweiten Runde. Nämlich 4.020 Mark hat Herr Hai auf seinem Konto, 2.780 Mark Herr Stöckel, und 860 schwer verdiente Herr Büttner. Das ist der Stand nach Spielrunde 2. Und jetzt wollte ich Ihnen eigentlich sagen, habe ich Ihnen noch nicht gesagt, wie Sie an so viel Geld rankommen können, um selbst zu gewinnen. Nicht? Sie müssen sich einen Einzahlungsschein holen bei der Post, bei Sparkassen, Raiffeisenbanken, Volksbanken, bei allen Privatbanken auch und müssen dafür sorgen, ihn bis zum Samstag in 8 Tagen. Hör doch mal auf! Was ist denn hier schon wieder los? Also entschuldigen Sie bitte, aber dabei kann ich mich einfach nicht konzentrieren. Ey, ihr beiden, muss das denn ausgerechnet jetzt sein? Nein, nein. Nein. Also dann bitte ich mir ab sofort absolute Ruhe aus, verstanden? Wem? Ja, warum? Du fragst doch die Leute immer so schwere Sachen. Ja? Schwere Sachen? Ja, und? Wir wollen dich nämlich mal was Leichtes fragen. Oh. Leichtes fragen? Also ich bin ganz Ohr, ihr beiden. Also, es fängt mit L an L? Und hört mit Ente auf. Ente, ja. Was ist das? Ist das? Hängt eine L an, hört mit Ente auf, Augenblick mal. Du, eine Luxusente, Wurm, ja? Oder hört doch endlich mal auf zu zappeln, Mann. Oder eine lahme Ente, ja, das war's. Sag doch mal was. Falsch. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Sag's ihm. Ich bin's. Du, wieso du? Wieso bin ich es? Weil es ein Elefant ist. Aber Wumm, ein Elefant beginnt doch nicht mit L. Natürlich. Elefant. Oh. Natürlich. Ui. Und wieso hört er mit Ente auf, bitte? Na, ein Elefant hört doch mit NT auf. Natürlich. Natürlich. Natürlich, und sicher. Und natürlich, vergessen Sie nicht, Einzahlungsschluss für den großen Preis... Samstag in 8 Tagen. Natürlich, ihr beiden Nickel. Hä? Wir kommen zur Spielrunde 3, aber vorher muss ich Ihnen noch 200.000 Mark Gewinner bekannt geben. 100.000 Mark fielen auf, und die lässt man ja gerne auf sich fallen, R, Richard, Robert, Rita, was weiß ich, R. Wenzel in 3436 Hest Lichtenau. Und weitere 100.000 Mark an Frau oder Fräulein Heike Jobst, 207 Ahrensburg. Beiden herzlichen Glückwunsch. Und denken Sie dran, nicht? Ganz schnell zur Post, da kostet 50 Pfennig. Zur Sparkasse, da kostet es 50 Pfennig eine Mark oder bei vielen Sparkassen noch gar nichts. Oder zu Volksbanken, Privatbanken, da ist es ohnehin gebührenfrei. Einen Einzahlungsabschnitt holen und bis zum Samstag nach Tagen einzahlen. Vielleicht kann ich in 4 Wochen oder in 6 Wochen in diesem Fall sagen, dass Sie dabei sind, unter denen, die 100.000 Mark gewonnen haben. Es geht zur Spielrunde 3. Herr Büttner,
Drei entscheidende Fragen werden Sie gleich gestellt bekommen, nachdem wir Sie isoliert haben, damit Sie sich konzentrieren können, indem Sie abgeschirmt sind von der Umwelt, die Sie jetzt nur ablenken kann. Ich möchte Sie auch bitten, die Kopfhörer aufzusetzen. Denn nun kommt es ja darauf an, aus dem Kapital der zweiten Spielrunde was zu machen. Zunächst eine kurze Verständigungsprobe. Herr Hai, wie ist die Verständigung? 5-5, wie die Astronauten sagen. Laut also, und klar. Also ideal. Herr Stöckel, wie ist es bei Ihnen? Laut und klar. Und Herr Büttner? Ich kann Sie gut verstehen. Danke Ihnen sehr. Wir beginnen auch mit Ihnen, denn Sie haben mit 860 Mark den niedrigsten Kontostand. Drei Fragen zu Ihrem Thema, Herr Büttner. Drei Fragen mit vergleichbarem Schwierigkeitsgrad. Drei unterschiedliche Dreierfragen haben wir also in diesen Kuverts mit etwa gleichem Schwierigkeitsgrad. Sie dürfen wählen, um Ihr Schicksal so ein bisschen beeinflussen zu können. Kuvert 1, 2 oder 3? Ich nehme 1. Kuvert Nummer 1. Frage zu Ihrem Spezialgebiet. Dampflokomotiven der Deutschen Reichs- und Bundesbahn Regelspur. Ich lese Ihnen jetzt zunächst die dreiteilige Frage ganz vor. Danach haben Sie 60 Sekunden Zeit, sie zu beantworten. Wenn Sie richtig antworten, hat sich das Kapital verdoppelt. Wenn Sie falsch beantworten, ist das ganze Kapital zugunsten der Aktion Sorgenkind verschwunden. Aber Sie haben auf jeden Fall noch die 1000 Mark, die Sie sich in der Vorrunde, in der ersten Runde mit Ihrem Fachwissen verdient haben. Also hier die Frage. Dampflokomotiven hoher Leistung verbrennen auf dem Rost des Kessels Kohlemengen bis zu 2500 Kilogramm pro Stunde. Diese Kohlemengen muss der Heizer von Hand über die Rostfläche verteilen, die oft 3 Meter Länge und mehr hat. Zur Entlastung von dieser schweren Arbeit sind in Nordamerika mechanische Rostbeschicker entwickelt worden, die Stoker genannt werden. Wie arbeitet eine mechanische Rostbeschickung, ist die erste Frage. Zweitens, hat ein Stoker auch betrieblich irgendwelche Nachteile? Und drittens schließlich, in welche deutschen Reichsbahn-Lokbaureihen wurden nach dem Kriege durch die Bundesbahn Stoker eingebaut? Ist die Frage bei Ihnen richtig angekommen? Ja, Frage A bitte nochmal. Aber gern. Die Dampflokomotiven verbrennen also eine ganze Menge Kohle, aber das Entscheidende, was Sie wissen wollen, ist ja wohl, dass zur Entlastung der körperlich sehr belasteten Heizer in Nordamerika mechanische Rostbeschicker entwickelt wurden, die Stoker genannt werden. Die Frage ist, wie arbeitet ein solcher mechanischer Rostbeschicker im Prinzip? Frage verstanden? Ja, das ist klar. Und B vielleicht nochmal? Ja. Ja, jetzt läuft die Zeit. Ach so, okay. Also, wie arbeitet diese Stokerfeuerung? Die Zeit läuft. Ja, sie arbeitet mit einem Schneckengewinde, das aus dem Tender die Kohle, die da mit dem Brecher zerteilt worden ist, in die Brennkammer bringt. Nach dem Kriege sind bei der Deutschen Bundesbahn je 5 Maschinen der Baureihen 44 und 45 auf Stokerfeuerung umgesetzt worden. Und Nachteile, es kann passieren, dass die Rostverteilung bei diesen Stokerfeuerungen nicht einwandfrei ist, sodass Brennmaterial nicht richtig und einwandfrei verbrennt. Außerdem hat man das schon gehabt, dass Brennmaterial vom Brecher nicht richtig zerkleinert wird und demzufolge dann beim Schneckengetriebe klemmte. Hi, Herr Professor, ja. Dann wollen wir Sie mal anschauen. Das war richtig beantwortet? Ja, ja, der Hauptmangel ist ja der starke Chancenauswurf durch Mitreißen von Kohle. Und das hat er im Aber Prinzip ist auch so, erwähnt. Man kann durch die Verteilung der Kohle durch Dampfstrahlen über den Rost doch dafür sorgen, dass die Rostbelastung ziemlich gleichmäßig ausfällt. Aber es ist ja nicht nur Dampfstrahl eingesetzt worden bei der Rostverteilung. Man hat ja auch Unterflur eingesetzt und auch mechanische durch Schieber. Ja, aber Herr, Professor Rosen, Herr Büttner, ja. Herr Professor Rosen hat ja gesagt, dass er mit der Antwort zufrieden ist. Ihr Kapital, bin ich auch zufrieden, ja. Ihr Kapital hat sich verdoppelt. Herr Stöckel, Frage 1, 2 oder 3? 3. Das Fachgebiet von Herrn Stöckel ist uns allen noch geläufig. Die römische Geschichte, Herr Professor Bellen als Experte, ist ganz Ohr. Und ich lese Ihnen zunächst die drei Fragen vor, für deren Beantwortung Sie 60 Sekunden Zeit haben. Im Jahre 69 nach Christus übernahm eine neue Dynastie die Herrschaft über das Römische Reich. Wie heißt diese Dynastie? Zweitens, wo in Italien ist diese Dynastie beheimatet, also wo stammt sie her? Und drittens schließlich, welcher Kaiser dieser Dynastie regierte am längsten? Ist die Frage verstanden worden? Ja.
Erstens, das waren die Flavier. Zweitens, die stammten aus der Stadt Reate, das ist im Sabinerland. Und drittens, kann ich die Frage nochmal haben, die dritte? Ja, welcher Kaiser dieser Dynastie regierte am längsten? Ach so, das war Kaiser Domitian. Ja, stimmt, alles drei richtig. Alle drei Antworten richtig. Sie haben jetzt einen Stand von 5.560 Mark. Und Herr Hai kann Sie nur noch schlagen, wenn auch er jetzt alle drei Fragen richtig beantwortet. Herr Hai, 1, 2 oder 3? Kuvert 1, bitte. Die Weltraumfahrer und die Rennfahrer sind gerne auf Platz 1, ne? So. Frage wieder dreiteilig oder vielmehr eine richtig drei Fragen. Sie bekommen sie jetzt zunächst im Zusammenhang vorgelesen. Bei allen Unternehmungen der amerikanischen Raumfahrt wurde stets größte Sorgfalt auf die sichere Rückkehr zur Erde gelegt. Dennoch gab es bezüglich der gewählten Flugbahn zwischen den Flügen von Apollo 11 und 12 einen gravierenden Unterschied. Was für eine spezielle translunare Bahn hatte man für die ersten drei Apollo-Flüge gewählt? Zweitens, was wagte man bei Apollo 12, 13 und 14 bezüglich der translunaren Bahnen? Und drittens schließlich, nennen Sie wenigstens einen Grund, warum man von diesem Verfahren Gebrauch machte. Darf ich Teil 2 nochmal hören, bitte? Sicher. Was wagte man bei Apollo 12, 13 und 14 bezüglich der translunaren Bahnen? Ja. Und den dritten Teil bitte nochmal. Nennen Sie wenigstens einen Grund, warum man von diesem Verfahren Gebrauch machte. Das Verfahren war einfach, dass man, ja, das muss ich natürlich jetzt selbst auch nochmal nachsehen, man hat also spezielle translunare Bahnen für die ersten drei Apollo-Flüge gewählt. Man hat bei den Apollo-Flügen 12, 13, 14, bei den nächsten etwas mehr gewagt. Und Sie sollen einen Grund sagen, warum man mehr gewagt hat. Alles jetzt verstanden? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Die Zeit läuft, ich bitte um die Antwort. Der erste Teil der Frage. Die ersten translunaren Bahnen von Apollo 8, 10 und 11 waren sogenannte freie Rückkehrbahnen. Das bedeutete, ohne weiteren Impuls der Triebwerke kam die Kapsel zurück zur Erde. Der zweite Teil, bei Apollo 12, 13, 14 wurde eine sogenannte Hybridbahn eingeschlagen, die zwar näher an den Mond heranführte, aber aufgrund der Himmelsmechanik nicht wieder in die Nähe der Erde führte. Und zum dritten, der Grund eben dadurch, dass man im Fall eines Defektes, ohne dass man das Triebwerk des Mondlanders hätte benutzen können, nicht wieder in die Nähe der Erde kam und damit die Astronauten dem sicheren Tod preisgegeben waren, ging man davon wieder ab. Herr Schiebern, wie sieht's aus? Ja, also die beiden ersten Teile waren ganz in Ordnung. Es wäre gut, wenn ich noch mal den Gedankengang der dritten Sache hören würde. Ich glaube, Sie müssen prinzipiell, Herr Schiebern, jetzt einfach urteilen, ob die Antwort im Prinzip von Ihrem Standpunkt aus in Ordnung war, ob Sie sie akzeptieren würden, man kann natürlich jetzt lange darüber streiten, ganz ehrlich, unter Experten, oder ob Sie sagen, sie war im Kern falsch. Nein, nein, im Kern war sie nicht falsch. Wir haben unseren Champion und er heißt Thorwald Hai. Aber er ist vom Glück so überwältigt, dass er aus seiner Kapsel gar nicht rauskam. Herr Hai, 8.040 Mark haben Sie heute gewonnen und wir gönnen es Ihnen von Herzen. Zweiter wurde heute Herr Stöckel mit 5.560 Mark. Dritter Herr Büttner mit 1.720 Mark. Und außerdem haben alle drei ja noch die 1.000 Mark aus der ersten Runde. Kompliment. Sie, nicht? Der Herr Hai wird jetzt seinen Titel in der nächsten Sendung verteidigen. Gell? Sind Sie einverstanden? Ja, sehr sogar. Dann sehen wir uns und wir uns wieder beim nächsten großen Preis am 14. November. Bis dahin, Dankeschön und tschüss.